Das ist meistens so. Da gehen wir rein. Ryan, I'm so glad you've returned. Tomorrow's the big reopening of the park, but... But what? Has Spearhand returned? I hope not. But last night, all the exhibits were vandalized. Dr. Walters and I spent weeks getting everything ready after our last ghost problem. Don't worry, we're happy to help. We'll find out if your vandals are of the mundane or spirit variety, and get everything ready for tomorrow. What needs to be done? Dr. Walters had made some exciting new discoveries, and they were to be the centerpiece of our exhibits. They were completely ripped apart last night. He's trying to figure out what to do next at the bar. The carved guardians. You must assemble them. Before the dawn, or he will destroy. Whoa. Whatever's happening has to be very serious for Edward and Ioka to return from their rest. We need to cover as much ground as possible. Everyone, keep an eye out for these carved guardians. Dawn's coming. Die Gang ist einfach der Knüller. Der eine immer mit der... Die Elfi sieht immer aus, als ob sie richtig hart kacken muss. Als ob die seit einem Monat nicht war. Ich weiß es nicht. Die Truppe ist einfach hart. Mit dem Handy im Bett. Ein ganz verrückter hier. Ein ganz verrückter Hund. Suche Dr. Walters. Wir sind wieder da. Vor einer Woche haben wir den Dämon Sperrhand ausgetrieben. Iris und Dr. Walters haben hart an der großen Wiedereröffnung des Parks gearbeitet. Wir kamen vorbei, um Iris ihrem großen Tag zu gratulieren. Doch wie es scheint, will jemand oder etwas ihn sabotieren. Na klar, ich will den sabotieren. Das Symbol ist neu. Was für ein Symbol? Haken oder was? Es erklärt die historische Schlacht von Poison Springs im Detail, sowie die Rollen der Nordstaaten, der konföderierten Staaten und der Indianerstämme. Poison Springs Battleground. Ah, ist ein neues Battleground. Ist bestimmt für die nächste WoW-Erweiterung. So, müsste auf Zack sein. Da kommt es. Hier kann ich im Mülleimer klauen. Ich brauche einen Schraubenzieher. Hatte ich eben vor ein paar Minuten hatte ich noch einen Schraubenzieher. Jetzt ist er weg. Hallo? Hier geht nichts. Da geht einfach nichts. Und man kann wieder zu denselben Orten. Ja, geil. Dieses Stück Stoff kann ich sicher noch gebrauchen. Scheinbar nicht. US-Mail. Ich kann diesen Briefkasten nicht ohne Griff öffnen. Na klar. In der Bude ist... Thank goodness you're here. I hear our friends Edward and Ioka have returned to stave off another evil spirit. Yes, they mentioned something about assembling carved guardians. Do you have any idea what that could mean? During my most recent excavation, I found a series of totem poles that had been destroyed. I was working on putting them back together before my work was undone last night. They're quite peculiar, and not only because the Cherokee were not known for making totem poles. Those could definitely be what we're searching for. We have to finish putting them together before dawn, or I fear something horrible will happen. Well, there's no time to waste. The first of them you can find with this map. Start from the battlefield clearing with the old tree. I'll point you to the next one when you're done with the first. Du hast die Karte zum ersten Totempfahl. Vor allen Dingen, die anderen gibt er uns erst, wenn wir das erste fertig haben. Man stellt uns gleich Happy Hour, 4 bis 5 PM. Eine ganze Stunde ist Happy Hour. Damit kann ich etwas zerkleinern. Cool. Ich muss irgendwie das Schloss öffnen. Geht dir überhaupt irgendwas? Oh, hier, was sind das für Gerichte? Was ist denn das? Wie guckt er denn eigentlich? Was ist denn mit ihm? Oh, hier. Taktes Waschbecken, das könnte ich brauchen, wenn ich Schweinerei machen muss. Was? Wenn er eine Schweinerei machen muss, braucht er das Waschbecken. Ah, die alte Sau, die alte Hände waschen oder was? Ja. Karton, naja. Von allem, was ich bis jetzt gefunden habe, nimmt er einen Karton mit. Hier, Klobürste ist nicht seins, oder was? Alles klar. Wie komme ich hier raus? So. Tür ist abgeschlossen. Alles klar.
Man hat die Anzeigetafel repariert, ne? Das ist ja, sonst ist alles kaputt, aber das haben sie repariert. Pretty incredible. But I want to hear Elfie's take. She's back in the museum getting ready for tomorrow's reopening. Let's go visit her and see if she can lend a hand towards completing this totem. Tja. Vielleicht kann sie das, ne? Oh, hier. Oh, ich hab einen Griff. Ich hab einen Griff gefunden. Es fehlen ein paar bunte Stoffstreifen. Ah! Der Stoff liegt hinten auf dem Tisch. Dann gehen wir mal zu Elfie. Elfie! Hey, would you mind helping us here? This display of Union and Confederate soldier uniforms was completely mixed up by whatever else is haunting this place. Ach, du bist fertig mit reden. Achso. We're trying to sort it out, but everything is just so jumbled. It's crucial we fix it before the grand reopening. Geil. Aber das sieht doch... Ich finde, das sieht geil aus. So. Hier kann ich ihm auch so einen Hut geben? Oh, ich darf den nicht mal anziehen, was ich will. Wo soll ich denn die Flagge hinhängen? Achso, da... Achso. Und bei dir? Achso. Wo ist denn dein Hemd? Ach, hier. Die Gürtelschnalle GS, wie soll ich... ne, was? Ach, CS. Da, US. Ach, das war's. Ich hab ne Schere. We couldn't have done it without you. Nee. Here. From what you've told me about the totem, I think these will come in handy towards completing it. In dem Raum stehen vier Frauen. Vier Frauen und keine von denen hätte es geschafft, die Puppen so anzuziehen. Ja, gucken Sie. Hat er über uns gesprochen? Vielen Dank, jetzt ist die Ausstellung fast fertig, ja. Auch vier Frauen und eine davon ist die Kuratorin, die es nicht geschafft hätte, ihre eigene Ausstellung... Also, das ist... Der Typ ist einfach die Granate von allen. Von der ganzen Truppe ist der der Heftigste. Wir helfen Iris dabei, die Beleuchtung der Schaukästen richtig einzustellen, damit die Ausstellungsstücke bestmöglich beleuchtet werden. Ja, das ist... kenn ich. Ausstellungsstück beleuchten. Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Okay, wer ist das da? Grandma, das Bild eines Indianerhäuptlings. Gut. Wir haben die kranke Schere. Oh, gucke an. Das ist der Kofferraum oder was? Also hier die Lagerfläche von dem Truck. Alter, was für ein Messi. Farbe, Würfel, Pfeffermühle. Da ist die Pfeffermühle. Also diese Kaffeemühle, ne? Ist okay, ne? Doch, das ist doch. Warum darf ich das nicht nehmen? Flügel, Schildkröte, Soldat. Flügel? Würfel. Da ist der Soldat. James rein. James, du musst da endlich rein. Schildkröte. Vogel. Wie ist es den? Stift. Zack. Ring, Rose. Ring. Wo ist die Rose? Hier keine Rose. Ach, da. Farbe und Pfeffermühle. Das ist doch die Pfeffermühle, bitte. In meiner Welt ist das eine Pfeffermühle. Das kann mir keiner nehmen. Wo ist... Farbe. Das hier, oder? Das ist doch keine Farbe. Ah, hier. Ist Nokia 3310, oder was ist das? Ah! Das war die Pfeffermühle. Was ist denn das? Irgendwas kann ich hier mit aufstechen. Briefmarkenalbum und eine Perle. Das Briefmarken... Ah, hier. Was? Das war die Farbe. Das sah aus wie Briefmarken. So. Und eine Perle. Wo ist die Muschel? Da. Auf. Zack. Meins. Blue, Yellow, Red. The
Das sind Farbtütchen. Alles klar. Hätte ich wissen müssen. Gib mal den Stoff hier. Das zerschneidet gleich einfach alles. Drüber da. Drüber. Drüber. Nicht. Elfi! Elfi will mir nicht helfen. Ich hab doch jetzt alles. Weil mein mit dem Hahngriff hatte ich nicht Hahngriff, vor allen Dingen mit dem Griff. Aber das ist doch jetzt. Ich muss doch jetzt einfach nur die Dinger da drüber knüppeln. Ne? Drüber döpseln. Ich muss doch nur dasselbe machen wie da drüben. Ach. Jetzt fällt es mir ein, wenn ich eine Sauerei machen muss, hat er doch gemeint. Ah. Nutze grundlegende Farbkombinationen aus, um Stoff mit allen Farben des Regenbogens zu färben. Ah ja, klar. Fuck Elfi. Ja, absolut, die alte ist richtig durch. So, hier. Wasser. Rot. Was brauche ich denn für Farben? Hallo? Ach so, dann muss ich immer wieder neu oder was? Geil. Ach so. Ja, kann ich das schon wieder? Kann ich. So, gelb brauche ich ja auch noch. So, habe ich jetzt alles? So, du hast bunte Stoffstreifen erhalten, ja, danke. So, zack und drüber döpseln. Hallo? Sieht 1:1 genauso aus. Hä? Sorge dafür, dass der neue Stoff die gleiche Länge hat wie der des anderen Flügels. Achso. Es windet gar sehr. Ne? Strohhalme. Naja, okay. Bin da drin. Ab morgen neues Twitch. Eos, Tos. Emote oder was? Ja. Ich habe. You're here alone? Where's Dr. Walters? I don't know. We were supposed to meet him here to find out the locations of the other totem poles. Oh my. I came out here to warn Dr. Walters. After our appearance from Edward and Ioka, I decided to check my safe. The shaman stick isn't in there anymore. It's going to get worse before it gets better. Ich dachte, die beiden sind endlich in. He will not let this area rest. Dawn is coming. Oh no. Please, Ryan, you must save my park and find Dr. Walters. Keine Ahnung, wer Ryan ist. The best way for us to do that is to continue to put together these totem poles. I wish I knew where Dr. Walters' notes are. I'm going to have to guess that our next totem pole is out the back here. Don't worry, Iris. Dawn will not find us unprepared. Ja, das passiert, wenn man das passiert, wenn man Dings hat hier, ne? Erst die Sachen später gibt. Hätte uns doch gleich alle die geben. Nee.
gebe ich euch, wenn ihr das erste gelöst habt. Hier, kann ich jetzt kochen? Karte zum zweiten Totem. Achso. Geil. Ein Teil des Puzzles fehlt. Naja, klar. Terms of Service. Okay. Null Fluchen oder Offensive Gefahr oder sonst mehr erlaubt. Genauso wie Boob-Streamers nicht mehr erlaubt sind, oder was? Als ob man das durchsetzen kann. Fuck, shit, scheiße! Briefkastengriff. Ah, Briefkastengriff. Ein Stößel. Repariere den zweiten Totempfahl. Dr. Walters hat tolle Sachen entdeckt. Er hat drei Cherokee-Totempfähle ausgegraben und wieder aufgebaut. Besonders beachtlich ist, dass Totempfähle normalerweise von Indianern im Nordwesten gebaut werden und nicht hier in Arkansas. Leider hatte letzte Nacht jemand seine harte Arbeit zunichte gemacht, die Drecksau. Wir müssen Humpty nun wieder aufbauen, da er die Erforschung anderer Geister hier in der Gegend übernimmt. Gehen wir zum ersten Totempfahl. Wer ist denn Humpty? Heißt der Humpty Walters oder was? Wow! Der erste Totempfahl war in einem viel besseren Zustand, als mir nach der Beschreibung von Iris und Dr. Walters vorgestellt haben. Ich frage mich, ob uns unsere Freunde Edward und Aoka hier etwas unter die Arme gegriffen haben. Wie denn auch sei, es steht fest, dass wir den Totempfahl fertiggestellt und an beiden Seiten gleiche Stoffstreifen anbringen müssen. Was? Ich habe gehört, dass jede Schnitzerei auf einem Totempfahl eine Bedeutung hat. Falls dem so ist, frage ich mich, was wohl diese hier bedeutet. Herbst. Wir sind triumphierend zurückgekehrt, um sofort mit der nächsten Niederlage konfrontiert zu werden. Doch das wird uns nicht aufhalten. Spaß beiseite. Wo war denn der Spaß? Wo war denn da jetzt? Das war... der Schlingel. Das Verschwinden von Dr. Waters und dem Schamanenstab macht mir große Sorgen. Beide Ereignisse hängen eindeutig zusammen. Doch wie? Wurde er entführt? Oder er ist alleine losgezogen, um etwas zu untersuchen? Das und vieles mehr bei X-Faktor. Wir dürfen uns nicht aus der Bahn bringen lassen. Unser einziges Ziel besteht darin, die geschnitzten Wächter, die Edward und Aoka erwähnt haben, zusammenzubauen und irgendein furchtbares Ereignis bei Sonnenaufgang zu verhindern. Dass Edward stirbt, ist ein Vampir. Bei Sonnenaufgang stirbt er. Dr. Walters hat ein paar Notizen hinterlassen. Der zweite Totempfahl muss über die Hintertür der Bar zu erreichen sein. Beim letzten Mal ist mir dieser Bereich gar nicht aufgefallen. Was uns dort wohl erwartet? Hoffentlich ist ein leicht zu reparierender Totempfahl und unser vermisster Freund. Es wäre schön, wenn der Wind langsam nachlassen würde. Er bläst hier draußen ganz schön stark. Meint ihr wirklich den Wind? Ja, das kann uns gar nicht aufgefallen sein, weil wir hier drin nie waren. Geht überhaupt nicht. Humpty ist ein Ort. Band. Schon wieder im Band, ne? Holy shit. Hier, Gabel. Holzring. Außerdem ist er dem Streamer überlassen, was er sagt. Außer jetzt natürlich Hetze, Rassismus und sowas und so, ne? Das ist klar, das versteht sich ja irgendwie von selbst, aber ich kann ja wohl in meinem Stream fluchen, wenn ich das will. Ich muss diesen Stein reinigen. So, oder? Wie meint der Reinigiertopf? Ne? Weil man gibt doch auch an, dass der Stream ab 18 ist und damit ist man doch eigentlich raus. Also. Hallo? Müssen halt keine Kinder kommen.
Wie reinigen? Ich habe Stöße. Kann ich mit dem Stöße reinigen? Nee, ich muss den Stein reinigen. Ja, geil. Ach hier, gucke. Zack. Verschiebe den Ringstapel auf einen anderen Flock. Vergiss dabei jedoch nicht, dass größere Ringe nicht auf kleinere passen. Ah ja. So. Und was ist jetzt die Moral von der Geschichte hier? Warum soll ich denn die jetzt verschieben? Schiebe den Ringstapel auf einen anderen Flock. Ach, einfach auf irgendeinem Random. Nee, warte. Das ist eine Scheiße. Ich glaube, das hätte ich anders lösen können, aber ist ja egal. Ne? Gelöst ist am Ende auch gelöst.